ist Matthias Hanos. Ich bin seit 1995 Mitbetreiber des Knackclubs. Und wir haben derzeit ein akutes Lärmproblem. Die Anwohner beschweren sich über zu laute Bässe und wir sind im Moment im akuten Kampf, hier weiter bestehen zu dürfen. Der Knackclub ist jetzt mittlerweile 58 Jahre alt, besteht aus Rockgeschichte, die hier geschrieben wurde über neuzeitliche Musikstile und ja, also wir sind, denke ich mal, einer der ältesten Clubs der Stadt. Up in the morning, yeah, I'm feeling extra hungry, but it ain't for bacon and eggs, I'm hungry for glory, coming for nothing, wanting it all, you know my story, feel my wrath, you will feel my fury, an all out war, and you can't ignore me, I do this for the people who stand before me, them die hard fans, every day is why I rock, I'm here to get it on, and I ain't gonna stop, traveled on that road, a lot less travel. Never will I break down, quit or unravel. Blood of a warrior runs through my veins like Eli Manning in the Super Bowl game. I'm not gonna stop till there's multiple rings. Why you pussy ass off like your linens things? You don't know or understand what it is to be king. It's more than nice cars, fancy clothes and bling. More than nice cars, fancy clothes and bling. You don't know or understand what it is to be king. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. You know how much RLC, how brothers niggas do what? This isn't just a matter of just being famous. This is a matter of being paid for what my name is. Getting where I'm getting just because of what my game is. Head above water, no matter where the rain is. Simply just the opposite of really being nameless. No pain or no gain, well no, this isn't painless. Easy to dial in, I know where my aim is. Bullseye, nigga, you remember me as greatness. No, most of y'all niggas really gon' hate this. I'm a home run, nigga, you just a base hit. You the 070. Eight Patriots, a whole lot of numbers that don't mean shit. So go ahead and brag about your sound clip. I'ma get mine in these streets regardless. I'm a hustling ass nigga that's straight from the brick. I'ma get mine in these streets regardless. Fred Diesel, baby, get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. That's how we do it. Coast to coast. Wir haben Körperschallübertragung im Bereich der beiden Gebäude zwischen Greifswalder Straße 224, also dem Club, und der Heinrich-Roller-Straße 14. Da wurde ein neues Hinterhaus erbaut und muss unseres Erachtens eine direkte Verbindung zu unserem Gebäude haben. Und das stellt das Problem dar. Beweisen kann man es natürlich in erster Linie nicht. Außer wenn man das Haus wieder abträgt und dann die Schäden sieht oder die Art und Weise, wie gebaut wurde. Aber wir gehen schon mal davon aus, dass irgendwo ein Kontakt zwischen unserer Brandwand und der neu gebauten Wand besteht. Bei der ersten Verhandlung wurde darüber entschieden, dass unsere Vermieter gegen die Baugenehmigung Einspruch einlegen dürfen. Und bei der zweiten Verhandlung, da war sozusagen das Thema, die Auflagen, die uns erteilt wurden, dass die ausgesetzt werden, solange bis klar ist, was mit der Baugenehmigung passiert. Die haben gesagt, die Vermieter oder die Besitzer des Hauses der Greifswalder Straße 224 vom Knackclub hätten diesen Kran, der dort in der Heinrich-Roller Straße 14 errichtet wurde, um das Haus zu bauen, sehen müssen. Ein Baukran ist ja eigentlich hier gerade in der Prenzlauer Berger Umgebung ganz normal. Sicherlich sieht man Kräne, man sieht Baustellen, aber hätten wir ahnen müssen, dass da hinten ein neues Haus, ein neues Wohnhaus errichtet wird. Und wenn, hätte man nicht davon ausgehen müssen, dass der Bauamt sagt, na schön, ihr müsst Schallschutzwände errichten oder ihr müsst für Schallschutz sorgen. Es gibt Gewerbe in der Nähe, lautes Gewerbe. Ja, das ist natürlich nachvollziehbar,
für ein Gericht, was die Örtlichkeiten nicht kennt, zu denken, naja, ein Kran und eine Baustelle hier nebenan muss man noch sehen, aber dass keinerlei Fenster oder Türen oder Öffnungen in die Richtung des Hauses gehen, das eigentlich von dem Lärm betroffen ist, schließt eigentlich daraus, dass man nicht unbedingt sehen muss. Eine Ortsbesichtigung würde wahrscheinlich viel Aufschluss darüber geben, wie die Verhältnisse hier sind. Der Bauherr hätte ja auch beim Bau schon hören müssen, dass wir hier laute Musik haben. Das Bauamt hat in meinen Augen komplett geschlafen. Die haben überhaupt nicht reagiert. Die kommen hier jedes Jahr her und kontrollieren, ob wir alle Feuerwehrschutzbestimmungen einhalten, kontrollieren die Fluchtwege. Also wirklich jedes Jahr gibt es hier eine Begehung. Und genau dieselben Leute wissen nicht, dass hier der Knarrclub ist und machen keine Auflagen bei einem Neubau nebenan. Also da fehlt jegliche Zusammenarbeit. Die sind die Könige in ihrem Reich. Die nächste Aktion wird damit dann auch gegen uns sprechen. Also das nächste Urteil. Und ja, also wir sehen eigentlich nicht so viele Chancen, da heil rauszukommen. Wir sind derzeit in vielen Gesprächen mit Schallschutzingenieuren, ob es neue Möglichkeiten gibt, dass wir wenigstens hier noch einen Floor betreiben können und hier bleiben dürfen. Naja, im Prinzip wurden nach dem ersten Urteil des Verwaltungsgerichts sofort die Gespräche von seitens des